die ersten Bilder haben hier den Markt erreicht. Wie schon gesagt, der als erstes Bild hier vorne, der Spielmannzug Einheit 68 Roland e.V., der hier musikalisch unterstützt und ganz traditionell hier den Festumzug anführt. Ja, bei dem Wetter auch keine leichte Aufgabe. Und direkt hinter dem Spielmannzug sehen wir hier das zweite Bild. Die Feuerwehr Roland, die abgebildet wird durch die Fahne der Feuerwehr Roland und natürlich dahinter einer der wichtigsten Parts der Feuerwehr, die Kinder- und Jugendfeuerwehr mit insgesamt 37 Mitgliedern und im Anschluss daran natürlich auch die Einsatzabteilung mit 43 Mitgliedern, davon 5 Frauen und natürlich auch nicht zu vergessen und erwähnen zu erzählen, die Alters- und Ehrenabteilung, die natürlich auch noch hier eine wichtige Rolle spielt bei der Brauchtumswege und auch bei der Durchführung einiger Veranstaltungen und natürlich auch immer wieder mit Expertise zur Seite steht. Und wir sehen hier als nächstes Bild einen wunderbaren Oldtimer, der Feuerwehr Schwarzheide mit dem LF15 Opel Blitz aus dem Baujahr 1939. Und wichtig zu erwähnen hierbei ist noch, es handelt sich hierbei um das einzig noch fahrende Modell dieses Typs in Deutschland. Und wir haben natürlich auch ein paar Gäste auf dem Fahrzeug mit, in Person von Thomas Hülsch, dem Bürgermeister, dann dem Amtsdirektor Christian Konzak und natürlich auch hier der Ortsfahrführung der Feuerwehr Roland, in Person André Wilz und seinem Stellvertreter Thomas Steinert und als Beifahrer Frau Silvia, den Amtsführer Wilko Bierwisch. Ja, wir sehen schon, wir bewegen uns so langsam in den Epochen ein kleines bisschen weiter und sehen hier als nächstes den Nachtwächter mit seiner Laufgruppe. Ja, für alle, die es nicht wissen, wie hat früher hier der Brandschutz gewährleistet, wie wurde hier früher der Brandschutz gewährleistet? Also Sie haben den Nachtwächter, der hier die Leute gewarnt hat und Alarm geschlagen hat, wenn es brennt. Und dann gab es die Laufgruppe, die dann hier wie früher eine Eimerkette darstellt, womit dann das Feuer gelöscht wurde und natürlich auch der Brandschutz sichergestellt wurde. Und hier wird zu spät, kann man natürlich auch mit seinem Fahrrad dann in der nächsten Woche, der hier die Handdruckspritze begleitet, die hier von den Pferden von Armin Dausel gezogen wird. Die Handdruckspritze kommt von der Feuerwehr Arnsdorf und war auch bei der Feuerwehr Arnsdorf im Einsatz und wir sehen hier auch ganz traditionell, so wie es früher war, von Pferden gezogen und um 1881 gab es dann auch hier ein ähnliches Modell in der Stadt Roland im Einsatz. Ja, und dann hier hatten wir eigentlich die nächste Variante geplant, nochmal eine Handdruckspritze hier dargestellt, der Feuerwehr Kleinkühlen. Diese war dort auch im Einsatz. Aber es gab natürlich auch die Besonderheit, die Pferde wurden dann irgendwann auch durch die Traktoren ersetzt. Ja, so wie das hier zwar eigentlich nicht geplant, aber trotzdem so dargestellt wird in dem nächsten Bild, denn wir sehen hier noch dann das LF15 des Typen Opel Blitz aus dem Baujahr 1944. Dieses Fahrzeug ist seit 1946 bei der Feuerwehr Roland im Einsatz. Ja, ab 1973 als Einsatzfahrzeug im VWB Synthesewerk Schwarzheide im Einsatz und jetzt seit 1980 als Traditionsfahrzeug der Feuerwehr Roland noch im Gerätehaus stationiert. Ja, wichtig dabei ist zu erwähnen, das Traditionsfahrzeug wurde hier aufwendig von dem mittlerweile leider verstorbenen Kameraden und ehemaligen Ortsführer Rainer Wilz und natürlich auch anderen Kameraden restauriert. Ja, wir sehen schon hier, der Traktor wurde von der Handdruckspritze noch mal ein kleines bisschen nach hinten verlagert. Denn aktuell hat das Fahrzeug leider einen Motorschaden, kann nicht selbstständig bewegt werden. Aber wir sehen schon, so ein Fahrzeug ohne Servolenkung auch gezogen bewegen kann. Ja, und auch das funktioniert natürlich ganz souverän. Also, wir sehen schon einige wunderbare Fahrzeuge hier im Einsatz und natürlich auch
Auf zwei Rädern wurde hier gemeldet. Wir haben nämlich hier nochmal das Kartenmeldefahrzeug AWO, das ab 1952 bei der Feuerwehr Roland im Einsatz war und wurde von Paul Schlechtau gesponsert und war dann auch bis 1982 als Kartenmeldefahrzeug wirklich im Einsatz und im Anschluss dann im Jahre 2014 durch die Sponsoren DAS, Sachen Hausservice GmbH, Peter Wanneck und Herrn Thomas Köhler restauriert. Also ihr seht, die Fahrzeuge gibt es natürlich auch noch im fahrbereiten Zustand, genauso wie hier das Löschfahrzeug LF16 Typ S4000. Wird hier präsentiert von der Traditionsfeuerwehr in Briesgen und nimmt natürlich am Umzug teil, weil es auch hier ab 1972 dieses Fahrzeug, oder nicht genau dieses Fahrzeug, sondern ein ähnliches, bei der Feuerwehr Roland im Einsatz gab. Also wir sehen schon, hinten auf dem Anhänger noch eine Handdruckspritze mit dabei. Ja, es gibt noch historische Feuerwehrtechnik, die auch noch fahrbereit ist. Und hier natürlich auch heute aus eigener Motorenkraft präsentiert werden kann. Wow, ein absoluter Endprogramm, wie es sich gerade hier vor Ebenenhöhe anfällt. Ist hier das Tanklöschfahrzeug SIL 131. Das Tanklöschfahrzeug war von 1978 bis 1994 als DLF der Feuerwehr Roland und von 1994 bis 2002 für die Feuerwehr Guteborn im Einsatz. Dann gab es am 16.05.2002 die Stilllegung. Auch dieses Fahrzeug wurde hier von DAS Lachenhaus Service GmbH Peter Wanneck mit dem Ziel der Restaurierung gekauft. Wir sehen schon, das Ganze war auch erfolgreich. Und dabei gab es auch große Unterstützung von Thomas Köhler und das Fahrzeug konnte wieder zum Leben erweckt werden. Und es gibt noch den kleinen Hinweis, im heutigen Zustand wäre das Fahrzeug sogar bedingt einsatzbereit. Also wir sehen, ja, nun gibt es doch noch historische Technik, die wirklich auch hinter verschlossenen Toren restauriert wurde. Und genauso hier im nächsten Bild zu sehen dann die Anhängeleiter mit Traktor. Ja, Familie Michel ist wirklich überall dabei, das muss man sagen. Und auch diese wurde 1891 beschafft zur Menschenrettung als mechanische Steigleiter bei der Feuerwehr Roland und war dort auch so im Einsatz. Natürlich auch noch hier einige Löschfahrzeuge hier, das LF16 Typ W15 und W50, ja genau. Hier gab es auch mal einen kleinen Hinweis, ja wir sind in Roland, das heißt W50, natürlich machen wir das auch so. Und ab 1988 gab es hier in Roland ein ähnliches Fahrzeug, das war das typische Löschfahrzeug der DDR und der Darsteller ist hier nicht nur im Traditionsverein Groß-Hennersdorf, in Vertretung von Michael Böhme. Also auch hier natürlich ein großes Dankeschön an alle, die so weit angereist sind. Die Historie davon, darüber darstellen können. Und wenn wir einmal hier beim W50 sind, dann haben wir auch noch den W50 als Drehleiter mit dabei. Ja, dargestellt des Feuerwehrmuseums Finsterwalde. Und dieser Typ war hier 1983 bis 2013 bei der Feuerwehr Finsterwalde im Einsatz. Wurde danach dem Museum mit übergeben als DL30 und dem Baujahr 1982. Und natürlich hat das Ganze auch einen Sinn, dass das Fahrzeug hier auftaucht, denn in den 1990er Jahren gab es ein Fahrzeug hier in der Nähe, aber war nicht in der Feuerwehr Roland im Einsatz. Da sehen wir hier einen ganz großen Sprung in der Zeit, denn wir sehen hier das Werkzeugfahrzeug der Feuerwehr Roland. Dies ist seit 2014 im Dienst und dient dem Transport von Personalmaterial und wird hier in Roland auch zur Einsatzleitung mitgenutzt. Also es fährt eigentlich zu jedem Einsatz mit und wird auch rege bewegt. Ja, wir sehen schon zur Landfahrung, werden die Fahrzeuge auch noch ein kleines bisschen größer hier im nächsten Bild. Jetzt das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 2016 der Feuerwehr Roland mit dem Baujahr 2007 und befindet sich seit 2008 hier in Roland im Einsatz
Und dieses Fahrzeug rückt in der Regel zu den meisten Einsätzen aus, die zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung ausgeschrieben sind. Das heißt, wahrscheinlich können wir sehen, dass es eins der einzigen Fahrzeuge hier im Amt Rudern sein wird. Natürlich ein bisschen ausgeputzt wird. Auch die Baujahr 2007 noch in einem wunderbaren Zustand. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar Fahrzeuge, die in der Einsatzabteilung aktiv sind, die noch ein bisschen älter sind. Hier mit dem Baujahr 1995, das TLF 1645W. Der Folger rudert ja ein faktisches Fahrzeug auf dem Unimog-Fahrgestell. Ja, wer sich ein kleines bisschen auskennt, weiß, der Unimog fährt eigentlich überall durch und ist so funktional einsetzbar. Hier mit einem 4800 Liter Wassertank und natürlich noch die kleine Besonderheit hier: dieses Fahrzeug ist Bestandteil der Brandschutzeinheit OSL. Das heißt, wird bei Großschadenslagen, die hier im Land Brandenburg stattfinden und natürlich auch mal über die Landesgrenzen hinaus mit eingesetzt, kann angefordert werden. Ja, da ist auch mal die Rote Einsatz. Das Baujahr 1995, immer noch im Zustand. Natürlich gibt es hier im Amt Ruhland auch Fahrzeuge, die ohne Sondersignalanlagen gebaut sind. Denn das ist auch wichtig. Wir sehen einmal hier den Kommandowagen, der hier im Amt Ruhland mitgeschafft wurde. Der dient zum Großteil dem Mannschaftstransport und der Jugendfeuerwehr und natürlich auch als Nachschubfahrzeug, kann noch mal einen Anhänger beziehen. Ja, der ist natürlich auch hier in Ruhland mit im Gerätehaus untergebracht. Und auch dieses Fahrzeug wird benutzt, um zum Beispiel die Kameraden hier zur Ausbildung zu bewegen oder natürlich auch bei Festumzügen oder anderen Anlässen hier am Amt Ruhland immer mit dabei. Ja, im nächsten Bild sehen wir natürlich auch ein wunderbares Fahrzeug hier mit dem Kreisbahnmeister Tobias Pelzer in seinem KDOB. Ja, einer der wichtigsten Posten, die es hier bei uns in Sachen Brandschutz gibt. Wenn es um Großschadenslagen geht. Und als nächstes haben wir hier von der Freiwilligen Feuerwehr Lauchhammer den ELW1 hier als Abbild des Führungsfahrzeugs der Gefahrenstoffeinheit OSL. Ja, auch die Feuerwehr Ruhland ist Teil dieser Gefahrenstoffeinheit. Das heißt, es gibt immer wieder Einsätze, bei denen diese Fahrzeuge immer wieder aufeinandertreffen, die wir auch hier sehen, und natürlich auch die Kameraden, denn es gibt natürlich nicht nur den Brandschutz, der hier im Ruhland sichergestellt werden muss, sondern auch im Kreis landesweit. Und wenn wir bei der Feuerwehr Lauchhammer sind, dann bleiben wir natürlich auch gleich dabei hier mit dem LKW Decon P, auch als Teil der Gefahrstoffeinheit im Landkreis OSL. Und hier nochmal zu erwähnen, auch die Kameraden der Feuerwehr Ruhland unterstützen natürlich diese Gefahrenstoffeinheit. Also wir sehen auch hier dieses Fahrzeug, was eigentlich zur Dekontamination für Personen gebaut und geschafft wurde, wird hier regelmäßig auch von den Kameraden der Feuerwehr Ruhland genutzt. Ja, jetzt haben wir schon einige Drehleitern gesehen und einige Fahrzeuge, die auch eventuell eine Leiter als Anhänger mit sich geführt haben. Aber auch hier, die Feuerwehr Lauchhammer ist mit vor Ort mit ihrer Drehleiter. Und wir haben natürlich auch ein baugleiches Fahrzeug nochmal bei der Feuerwehr Senftenberg, welches von hauptamtlichen Einsatzkräften besetzt wird. Und die Feuerwehr Senftenberg kommt dann auch mit zur Unterstützung nach Ruhland bei entsprechenden Einsätzen. Und ja, also wer ab und zu mal hier in Ruhland bei einem Brandeinsatz so ein Fahrzeug gesehen hat, dieses ist nicht im Amt Ruhland in der Fahrzeughalle irgendwo untergebracht, sondern kommt aus umliegenden Gemeinden oder Städten. Und wenn wir natürlich bei umliegenden Gemeinden oder Städten sind, dann darf auch die Feuerwehr nicht fehlen. Hier mit dem Brandschutz, auch als Teil der Brandschutzeinheit OSL.
und die Feuerwehr Bodert und Ortrand bilden immer wieder eine gemeinsame Stützpunktfeuerwehr. Und ganz wichtig auch zu erwähnen, die Kameraden aus Ortrand hatten auch vor einigen Wochen das Glück, ihr neues Gerätehaus zu beziehen. Und ich habe gesehen, mittlerweile dürfen auch die Fahrzeuge in der Fahrzeughalle stehen. Ja. Also jetzt auch im Einsatz und natürlich auch immer wieder Berührungspunkte. Es gab natürlich zwischendurch auch schon die Möglichkeit, dass die Grundausbildung der Feuerwehr hier in Form der Truppmannausbildung auch zusammen mit dem Amt Ortrand und dem Amt Ruhland gemeinsam durchgeführt wurde. Und immer wieder weniger Austausch stattfindet. Wenn Bedarf da ist, ist natürlich auch hier wieder die Feuerwehr auch nochmal mit dem SWNZW 2000 auch wieder als Teil der Brandschutzeinheit OSL. Und ja, wir haben ja auf jedem Fahrzeug immer wieder Schläuche verlastet, aber die Besonderheit hierbei liegt natürlich, wie es der Name schon sagt, SW Schlauchmacher 2000. Wir haben hier auf diesem Fahrzeug 2000 Meter Schlauch verlastet. Das heißt, wir können auch hier die Wasserförderung über lange Wegstrecken gewährleisten. Und dieses Fahrzeug kann natürlich bei Bedarf immer wieder mit angefordert werden. Deshalb baut es auch hier auf. Und wir sind auch hier in die Fahrt im Fahrtraum mit Ort. Das heißt, aber hattet ihr das Fahrzeug mal so wirklich im Einsatz? Ja. Also wahrscheinlich eher so wie hier, dass es zu irgendwelchen besonderen Anlässen mit dem Monitoraufbau hier auf dem Dach mit präsentiert wird. Auch ganz nett mit anzusehen, aber so natürlich nicht im Einsatzdienst gewesen. Ja, welches Fahrzeug sich allerdings in Fraunhof hier im Einsatzdienst befindet? Das ist hier das TLF 5000. Eines der neuesten Tanklöschfahrzeuge, die hier momentan verbracht sind. Und hierbei handelt es sich um ein spezielles Tanklöschfahrzeug zur Waldbrandbekämpfung. Ja, sieht man schon am Fahrgestell. Es gibt so einige Besonderheiten und natürlich auch hier 5000 Liter Wasser mit an Bord. Und hierbei handelt es sich um eine Landesbeschaffung infolge der ganzen Waldbrände im Land in den vergangenen Jahren. Natürlich auch hier haben jetzt wirklich sinnvolle Anschaffung, auch nicht auf die letzte Anschaffung. Das ist Fahrzeuge dieses Typs auch noch an einigen Standorten der Feuerwehr Ruhland bzw. der Feuerwehr des Amtes Ruhland mitgeben wird. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich auch noch zu den Fahrzeugen, die hier im Amt Ruhland mit verlastet sind. Als nächstes die Feuerwehr Arnshof mit ihrem TSF. Mit ihrem TSF, ja, das TSFB ist es nicht, speziell hier mit einer Tragkraftspritze verlastet und bildet natürlich auch zusammen mit der Feuerwehr Ruhland immer wieder die Absicherung für die Einsätze auf der Autobahn, ist dabei natürlich auch mit einer besonderen Beklebung versehen auf der Rückseite. Das heißt, wenn es die Einsätze gibt, die hier auf der Autobahn stattfinden, dann fährt auch die Feuerwehr Arnshof immer mit ihrem Fahrzeug mit. Mit zu erwähnen ist natürlich, ja, Baujahr 95, ist auch nicht mehr das neueste Fahrzeug, aber wir sehen immer noch im Einsatz. Und als nächstes hier auch als TSF die Feuerwehr Janowitz, ja, auch mit dem Nachwuchs sind mit dabei. Wir sehen das Fahrzeug auch, ich glaube, eins der ältesten Fahrzeuge mit im Amt hier, ja, der Daumen ging nach oben. Also wir sehen, wir haben natürlich ganz, ganz viele Altfahrzeuge hier im Amt, die aber trotzdem noch einsatzbereit sind. Ja, und hier kommt schon der Finger mit der Ermahnung. Ich würde sagen, mach doch mal das Martinshorn an, aber das lassen wir heute hier. Denn die Feuerwehr Arnshof präsentiert natürlich auch noch die Feuerwehr Arnshof Linzer. Präsentiert ja auch noch das TSFB. Diesmal mit einem Wassertank mit dabei, 750 Liter. Wir sehen hier Baujahr 2000, also auch schon 24 Jahre alt. Tut aber auch noch seinen Dienst wirklich noch gut in Schuss. Und auch eines hier der älteste, oder ich würde wirklich aus dem letzten Leben sagen, das älteste Fahrzeug, das wirklich hier noch im Einsatz eingesetzt wird, ist das TLF der Feuerwehr Guteborn. Wisst ihr zufällig, welches Baujahr ihr hier im Unternehmen? Ja, das ist fremdbesetzt. Okay, das ist nicht schlimm. Aber trotzdem, nochmal der Hinweis, also dieses Fahrzeug befindet sich wirklich noch im Einsatz, ist in Guteborn im Gerätehaus stationiert. Ja. Auch ein wichtiger Bestandteil als Tanklöschfahrzeug, denn wir sind ja doch von relativ viel Wald umgeben hier im Amt Ruhland. Und hoffentlich könnte man auch dieses Fahrzeug vielleicht durch eine Landesbeschaffung mal ersetzen. Ja, wir haben gesehen, dass wir auch in der Aussicht haben. Also,
Ja, man sieht schon, man muss dann auch Frühstück haben, um die Kurven zu kommen. Und wenn man dann vielleicht noch im Einsatzstress ist, dann wird das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem wird es immer wieder souverän von den Kameraden gemeistert. Ja. Und als nächstes sehen wir hier noch hier das TSFW der Feuerwehr Biel. Sagen, ihr habt das Glück, ihr habt auch noch einen vernünftigen Motor verbaut in dem Fahrzeug. Ja, die gibt es natürlich auch mal mit anderen Motoren. Aber auch hier immer wieder mit im Einsatz. Die Kameraden präsentieren sich auch immer wieder mit Anwesenheit zu Veranstaltungen wie heute hier. Als nächstes haben wir noch mal hier ein VWLT, aber diesmal, ich nehme an, auch als TSF, der Feuerwehr Peidwitz hier. Ein TSFW, okay. Also haben wir doch noch mal hier quasi die Variante mit Wassertank, mit als Möglichkeit. Wir haben es hier im Amt Ruland nur ohne Wassertank, aber wir sehen, die Feuerwehr Peidwitz fährt auch mit diesem Fahrzeug noch zu den Einsätzen regelmäßig mit. Und wir sehen schon hier, so langsam neigt sich der Festumzug hier am Markt auch dem Ende zu. Und wir sehen hier am Ende nochmal eines unserer größeren Fahrzeuge, auch schon etwas älteres Baujahr, aber das Hilfeleistungswertstromfahrzeug der Feuerwehr Unbocker sollte es eigentlich sein. Aber es sieht mir eher aus nach dem Ende der Feuerwehr Schwarzbach. Aber das ist natürlich kein Problem. Also hier nochmal das 11. Feuerwehr Schwarzbach. Wir sehen mit neuer Blaulichtanlage auf dem Dach. Wunderbar, damit ist auch die Sicherheit der Kameraden im Einsatz wiederhergestellt. Und damit haben wir auch hier das letzte Bild dieses Festumzuges schon mit erreicht. Ich habe es erst schon mal ganz kurz mit erwähnt. Wer natürlich Lust hat, sich das Ganze nochmal aus der Nähe mit anzuschauen, kann sich dem Festumzug gerne mit anschließen, kann sich hier in Richtung des Gerätehauses in Ruhland bewegen, denn dort hinten wurde hier auf dem Schützenhausplatz und natürlich auch auf dem Platz, auf dem die mal gestanden hat, ein Festel aufgebaut. Dort wird es den ganzen Tag noch Aktivitäten rund um die Feuerwehr geben und natürlich am Abend noch hier die